Ihr kommt einfach perfekt zur Hochzeit. Speed-Dating. Hm. Yep. Ich glaube, ich behalte mal 2 polierte Topasse. Naja. Ich krieg kalte Füße. Seht ihr? Ich zitter schon. Oh Gott. Aber ich wollte doch... Wir machen jetzt erstmal... Obwohl... Warte, morgen habe ich ein Date mit Grell. Der wollte mir Essen machen. Warte, kann er auch für die Hochzeit machen. Was mache ich denn jetzt? Torschusspanik. Ja, nee, eher... Also... Das Gegenteil. Was machen wir denn jetzt? Okay. Erstmal um die Tiere kümmern. Easy. Ich hoffe, ich kann trotzdem mit Grell reden. Ich hoffe, die Hochzeit dauert nicht so lang, ne? Hallo? Vor allem, was war jetzt geplant? Ich habe das Essen nicht ausgesucht. Ich habe die Torte nicht probiert. Ich habe keine Deko gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich rosa will. Ich habe ein rotes Hochzeitskleid. Ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Besser als das Blumenfest. Ich weiß nicht. Also die Leute feiern hier halt eher so gediegene Feste. Obwohl eher nicht. Also. Haben wir ein Date mit Grell? Ja, mit Grell darf ich ja. Das ist ja nicht mein Ehemann. Also mein zukünftiger. Mein morgiger. Happy Hochzeit, du hast ja. Dankeschön für die Follows übrigens. Warte mal, ich muss mal. Danke für den Follow. Sehr geil. Danke, Laschke. Und danke. Kann ich scrollen. Gescheit. Wartet. Kilin Solai. Dankeschön. Dankeschön für die Follows. Ein fröhliches Hallöchen. Hiermit lade ich die ganze Insel zur Hochzeit von Namaschall und Lunalia ein. Die Feier findet am Donnerstag Herbst 5 im Rathaus statt. Wir sehen uns dort. Oh nein, schon wieder im Rathaus. Aber schön, dass ich auch zu meiner eigenen Hochzeit eingeladen werde. Finde ich gut. Entscheidungsanwalt, dein Trauzeug ist, wäre es praktisch. Erst Herrin Entscheidung. Ja, ich muss mal gucken, ob der denn überhaupt, also ob sich das lohnt. Oder ob ich dann wieder die Kosten trage. Ich muss ja schon die Hochzeit finanzieren. Mein Ehemann ist ja Künstler. Poet. Hm. So, die Schnecke weg. Ich darf ja mich nicht mehr mit Pyria treffen nebenbei. Von der Steuer abrechnen. Ich weiß nicht. Hausabteilung? Ich wollte schlafen gehen. Ich meine, man soll doch früh schlafen gehen. Sind die Frauen Poeten, weil sie so empfindsam sind und dann beschweren sie sich, weil er kein Geld heimbringt. Ja, guck mal, ich muss die ganze Zeit Geld verdienen. Zauberstab entzücken? Was? Deswegen, Story geht weiter. Als ich am nächsten Tag ankam, hatte Grell schon ein Festmahl vorbereitet. Wir speisten zusammen, während Grell mir alles erklärte. Dieser liebenswerte Naturgeist war so traurig, weil er sich für ein Monster hielt. Oh! Grell zeigte mir einen Zauberspruch, mit dem man Schneeflocken mit Charme anlocken kann. Mit einer einfachen Handbewegung war der Schneesturm vorbei und die Wolken lösten sich auf. Der gefrorene See ist aufgetaut und der Schnee ist verschwunden. Und die Pflanzen fingen an, in ihrer ganzen Pracht zu erblühen. Grell umarmte mich und zeigte mir, wo die Frostdistel wächst, die ich pflücken musste. Oh. Passend zur Hochzeit Charme erlernt, ne? Also Charme. Charme. Nicht Charme. Die habe ich nicht mehr. Vertagte Hochzeitsfeier. Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen müssen wir die heutige Hochzeitsfeier auf den nächsten freien Termin im Rathaus verschieben. Ich bitte vielmals um Verzeihung und freue mich schon, diesen besonderen Tag mit euch zu feiern. Was?
Was? Bitte was? Und dafür habe ich 10.000 gezahlt, ja? Aber ich habe die Hochzeit, es ist 7 Uhr. Wann sollte die Hochzeit denn stattfinden? Ich habe nichts verpasst. Oh, jetzt brauche ich die Tränke nicht mehr. Ach, das sind die Frostdisteln. Ach so. Gut, dann bringe ich halt die Frostdisteln zu Frieda. Meine Güte. Was bist du denn? Stopp! Was bist du? Sitz! Na, wie? Ein Feuerkäfer im Schnee. Ich habe Asche bekommen. Sehr gut. Kann ich damit die Hochzeit finanzieren? Sag mal! Was ist das? Brunnenkresse. Sehr gut. Kann man die auch aufs Brot tun? So wie Schnittlauch und Kresse generell? Oder schmeckt die doof? Also. Wo ist das Anwalt DLC? Ist der Bräutigam mit der Kohle über alle Berge? Wahrscheinlich. Der kauft sich damit bestimmt so einen Buchvertrag oder so. Weil freiwillig hätte ja keiner seinen Kack da gelesen. Seine Reime sind ja eher auf so einem Niveau. Oh, deine Augen sind so grün, da möchte ich doch erblühen. So, das war ungefähr sein... Ja, Niveau. Und manchmal war auch ein Haus-Maus-Reim dazwischen. Oh, der heiratet einfach Pyria. Der schnappt sich einfach Pyria und flattert mit der davon. Und macht sich über mich lustig, weil ich nicht fliegen kann. Nur gleiten. Was, eine Muskellunge? Ja, Chat, ich habe euch gefangen. Was soll das? Sie steht auf Katastrophen. Eine gecrashte Hochzeit, ne? Könnte passen. Doch. Danke für den Follow. Ani und Lordi of SH Silent Hill. Weiß nicht. Ich wollte mal eine Liebe zum Reimen. Doch diese bleibt unerwidert. Erstickt schon im Keim. Yeah. Weißt du, das ist das Niveau, das er gern hätte. Der Bienenkönigin. Holzwurzling. Bernstein? Hallo? Oh, du bist es. Danke. Du mich auch. Wow. Okay. Erstmal Inventar leeren. Du auch weg. Obwohl, nein, Moment. Ich brauche die Disteln. Die Düsteln. Das ist nicht Düstel. Ich danke für das Lob und verbeuge mich stumm. Doch um dieses Verslein kam ich nicht herum. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht kannst du ihm ja ein bisschen soufflieren, damit er nicht ganz so nutzlos ist. Hä, wo sind denn diese Disteln? In meinem Inventar. Naja, gut. Da kann ich ja noch lange im Lager suchen, nicht wahr? Ah, mein Fledermogelhäschen. Ja. Hallo? Ich bin Gummi, du bist stark. Noch mein Gackeri. Braves Nugget. Hier? Mögt ihr Kürbisse?
Esst ihr gern Kürbis? So sollte ich es formulieren, nicht, dass jetzt kommt. Also schnitzen tue ich die gern. Oh nee, mit dem darf ich nicht reden, sonst verliebt er sich noch mehr in mich. Ach nee, ich bin ja jetzt verlobt. Haha. Ich mag Kürbis auch nicht. Schon. Danke für den Follow, Baloo. Dankeschön. Ich bin da irgendwie nicht so Fan von. Und seitdem nie wieder. Ich habe die immer mal wieder probiert und vor einem halben Jahr oder so hatte ich mal eine Kürbiscremesuppe von meiner Mutter, also probiert, die sie bestellt hatte. Und das, also, war sogar lecker. Aber eigentlich mag ich Kürbis nicht. Gebratene Kürbistriebe? Kürbiskuchen habe ich noch nie probiert. Würde ich gerne mal probieren. Rührei mit Obstsalsa klingt so eklerregend. Sämiger Gemüseeintopf. Fischsuppe mit Pilzen. Fischspieß. Naja, gut. Hehe. Pyria. Pyri. Dann halt Frieda. Ich glaube, die ist jetzt traurig. Oh, Liebes, ich war so besorgt. Du warst so lange weg und dann wehte eine seltsame warme Brise aus dem Norden. Ein Frostgeist? Nun erzähl mir doch alles bei einem erfrischenden, eisgekühlten Tee. Oh, Herzchen, du siehst aus, als hättest du gerade einen Kampf gegen den Wind verloren. Hast du die Frostdistel gefunden? Hä? Okay. Hat sie nicht gerade... Ich bin verwirrt. Ist schon in Ordnung. Hier, bitteschön. Willkommen zurück, Liebes. Wie war deine Reise in den Norden? Vielen Dank. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich hoffe, das hat dir keine zu großen Umstände bereitet. Aber der Schneesturm hat aufgehört. Das hat es bestimmt leichter gemacht. Ein Frostgeist? Nun erzähl mir doch alles bei einem erfrischenden, eisgekühlten Tee. Liegt es an mir oder war das gerade doppelt? Wir trinken auf deinen Erfolg. Jetzt ruh dich schön aus. Du hast einen großen Tag hinter dir. Ich bin sicher, dass Azoria deine Hilfe zumindest für eine kurze Weile nicht brauchen wird. Als ob. Hä? Oh, ich muss zu Drack. Liegt an dir. Okay, gut, na dann. Eisgekühlter Bommelunder. Bommelunder, eisgekühlt. Ich vergesse immer zu trinken bei dem Spiel. Ganz schlimm. Zucchini und Gurke, auch ein Kürbis. Okay, gut, aber ich vertrage keine Zucchini. Ich liebe Zucchini. Zucchini ist mit das beste Gemüse, das es gibt. Aber Gurke habe ich hier. Aber Zucchini, da kriege ich immer Durchfall von. Wobei, die letzten Male ging es wieder. Roter Mangold. Mangold war Salat, ne? Ich bin ein einfaches Mädchen, okay? Ich mag Eisbergsalat und Rucola. Das aber müsst ihr... Ja. So, hier. Oh, schön, dich zu sehen und so weiter. Hat 20.000. Hier kommt die Legende. Großartig, du öffnest diese Insel für alle und ich möchte dir dafür unbedingt zuerst danken. Danke, du Legende. Hier kommt die Legende. Was ist in diesen... Haben die gesoffen, obwohl meine Hochzeit weg war? Also verschoben wurde? Ich meine, gut, der Alkohol muss halt weg. Der wird nicht besser, ne? Mein Crunch kann ich nicht nein sagen. Ja, also ich liebe Eisbergsalat mit Kirschtomaten und so... Also am besten sind kleine Mozzarella-Kügelchen, dass du die Kirschtomaten halbierst und die Mozzarella-Kügelchen halbierst und dann eine kleine Dose Mais. Was treibt ihr da? Ich frag mich. Feenstaub einatmen, das kann sein. Ich habe Feenstaub und Flatterstaub, vielleicht sind das eigentlich Drogen. Das kann gut sein. Würde einiges erklären. Oh. Ist das nicht fertig?
Und meine Blumen. Wieso gießt denn niemand meine... Hallo? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Okay. Warum gießt sie denn das nicht? Ach, jetzt hat sie es ausge... Auch immer Gras verteilt, ja. Da... War dann, also da hätte ich gewusst, woran es liegt. Hier eher nicht so. Was ist jetzt los? Achso. Ja, aber das habe ich doch schon gelesen. Hm? Biene. Okay. Wir könnten mal wieder Essen machen. Ich glaube, ja, wir haben nicht mehr so viel. Komm. Kakrukula weg. Hier. So. Ich glaube, die Pflanzen werden immer besser, die man bekommt. Weil das von Frühling bringt nur 2 frisches Blattgemüse. Und das jetzige schon 4. Und das davor hat 3 gebracht. Tut mir leid, das ist ein bisschen aufdringlich. Es ist sofort weg. Ich schwöre. Deine Hochzeit wurde verschoben. Danke. Bekommen hast, deine Hochzeit wurde verschoben. LG Lurker Luna. LG. Ein richtiger G. Dankeschön, Lurker, für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Kurs schon mal einen Weißbergsalat, kenne ich. Mal einen Salat mit Zucker und Zitrone. Chinakohl. Also, Chinakohl ist, glaube ich. Ich glaube, das ist auch der für Kimchi, ne? Da mag ich den sehr gern. Kimchi ist Liebe. Ich mache aber alles, was geht. Let's go. Das sollte dann erstmal reichen an Essen. Ich sollte mich vielleicht mal wieder um Bertha kümmern. Na, Bertha! Hast die Milch aufgehoben? Ist schon Käse? Kimchi habe ich noch nie gehört. Ja, koreanisch, also... Okay. Aber das sollte so... Selbst Funk hat davon schon geredet, weil Funk, also, den Saft trinkt zum Entgiften oder so war das. Fermentierter, eingelegter Kohl. Kimchi. Aber kann auch was anderes sein. Rettich oder so. Oder Spinat oder was weiß ich was. Wow! Okay. Okay. Meine Kuh gibt Quark. Ah, in dem. Da können wir auch gleich mal hier reingehen. Sehr schön. Die Vitamine. Was? Wie ein komisches Ding. Also, Kimchi ist alles andere als komisch. Kimchi ist absolut lecker und absolute Liebe. Und Kimchi. Bin ich enttäuscht. Nur ganz komplett schockiert. Empört bin ich. Kimchi ist in den meisten Fällen sehr schön scharf, hat eine sehr angenehme Schärfe. Und wenn du nicht gerade Dosenkimchi nimmst, ist der sehr lecker. Beim Real und so gibt es so Dosen-Kimchi. In so einer roten, flachen Dose. Der schmeckt nach Salsa. Der schmeckt nicht nach Kimchi. Der schmeckt einfach süß. Wir sind nun mit der Hochzeit. Am nächsten Tag, wir müssen erstmal schlafen gehen, aber ich muss erstmal Essen machen.
Essen ist wichtiger. Wenn du scharfe Küche magst, dann magst du Koreanisch wahrscheinlich sehr vieles. Zum Beispiel Gochujang, das ist so Chili-Paste koreanische. Die hat eine sehr angenehme Schärfe. Und ich finde, also diese Sriracha-Soße, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, tut mir leid. Die rote, ne? Die schmeckt halt, wenn du es richtig scharf haben möchtest, schmeckt es irgendwann so nach Paprika-Ketchup oder so. Und die Gochujang hat nicht diesen komischen Beigeschmack. Die hat halt... Der hat halt anderen Beigeschmack. Aber den finde ich um einiges angenehmer. Super zum selber machen. Super einfach und lecker und billig. Ja, aber... Aber... Ich bin ein fauler Mensch. Kimchi kann man sehr gut essen, weil Kimchi ist sehr gut für die Verdauung. Das ist nämlich so ein Superfood und so. Weiß ich gar nicht, ob man es Superfood nennt, aber das ist ultra gut für den Körper. Und man kann sehr gut einfach gekochten Reis machen und dazu Kimchi essen. Ohrlich hat mir geschrieben. Suche nach dem haarigen Grell. Kapitel 7. Tu das nicht, du Vulkanbösewicht. Was? Was? Hä? Nicht mal Schafpfeffer, ganz schlank von Chili und Co. Aber vorher habe ich gern scharf gegessen. Das ist doof. Also vor allem, wenn du es eigentlich magst. Oh Gott. Das ist ein Notfall. Komm zu mir. Und zwar schleunigst. Aber meine Hochzeit. Schau mal bei Ohrlich vorbei. Die Konkane aus der Dose. Aber das ist okay, sowas. Also, das finde ich okay. Das ist genauso wie Bohnen oder so. Baked Beans oder so aus der Dose. Hochzeit ist nicht so wichtig. Hm. Hallo, kann ich. Ach, du bist es. Vielleicht sollte ich mir ein neues Hobby zulegen. Rodeln, Bobfahren, Jonglieren mit Eiswürfeln. Mein Eis, mein kostbares Eis. Der See ist geschmolzen. Wie soll ich denn jetzt Eis schneiden und verkaufen? Ich bin ruiniert. Ja, da scheinen Fische drin zu sein. Meinst du, ich sollte auf den Fischverkauf umsteigen? Das ist doch lächerlich. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Fisch aus. Ich bin mit Leib und Seele ein Eiself. Oh, vielleicht hast du ja recht. Kannst du mir zeigen, wie man Fisch verkauft? Ich gehe an meiner Hochzeit angeln. Gar kein Problem. Alles gut. Kimchi Magendruck, der stand mal vor meiner Tür und wollte Dosenkohl verkaufen. Drag Queen. Nee, also der Zusatz mit der Drag Queen, das kenne ich nicht. Also wenn ich Kimchi esse, kommt da normalerweise keine Drag Queen mit. Ich meine, wäre nett, vor allem, wenn dann auch also gleichzeitig, also ich mich nicht mehr ums Essen kümmern müsste. So ein bisschen Service kann nie schaden, ne? Fang jetzt! So. Dankeschön. Oh, Chat wieder gefangen. Man, das ist, kommt die Drag Queen. Was? Ihr redet, ihr sprecht in seltsamen Zungen. Mano, kommst du bitte mal aus dem Stein raus, du komische Muskellunge? Brav. Fein. Einfach mitkommen. Sehr gut, einfach abgeführt. Auf so zu ziehen. Das ist wie mit einem Hund spazieren zu gehen. Einen ganz jungen Welpen.
Nein, jetzt komm schon. Hey, oh Gott. Na. Komm bei. Mucho mas arigato. Yes, we can. Also, ich muss den ja noch verkaufen. Platsch. Okay. Okay. Hier rein. Zählt das dann schon oder muss das am nächsten Tag erst? Muss das am nächsten Tag. Okay. Darf ich jetzt zu meiner Hochzeit? Bitte? Vielleicht? Die Hut abgesagt. Hallo? Haben wir da geöffnet? Ja. Wann habe ich... Wieso denn morgen? Ich fühle mich verarscht. Hallo, Dark Rui. Sei gegrüßt, königlich. Gern geschehen. 15 rosa Lilien, die habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz. Komm, aber der Nebel sieht echt schön aus. Dann halt keine Hochzeit. Ich werde niemals heiraten dürfen. Vielen Dank. Ring mitbringen. Aber ich habe 10.000 gezahlt. Was soll ich denn noch machen? Okay, bevor es wieder quietscht. Boah, die Schmetterflanks. Monarchfalter. Sehr schön. Hallo? Kannst du... Das ist mein Loot. Danke. Echt noch nicht fertig? Okay. Gut. Oh, Äpfel. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Essen gemacht. Upsi. Naja. Also, ich meine, da ist morgen eine Hochzeit, da kann man nie zu viel Essen haben, richtig? Richtig? Danke übrigens für die Follow Sweet Dicelin und Archangel. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Man löst eben auch alles mit Essen, das stimmt. Anubis. Ich mach das mal da mit rein. Dankeschön, Dark Rui. Das ist sehr lieb. Warte mal, also, was können wir denn jetzt in der Zeit machen? Ich könnte mich um meine Tiere kümmern. Das wäre schon mal was Erstes. So. Mann, diese Fledermogel-Bunny-Gedönsdinger sind so süß. Hallo, jetzt hör auf den Boden zu wischen. Ich will bürsten. Jemand ist es nicht verkehrt, genug Frustfutter auf Reserve zu haben. Ich erinnere mich nicht daran. Was war sein... Oh nein, ich bin festge... Oh oh, Bertha, du bist echt... Bertha! Gott sei Dank kann ich springen. Ich habe gerade wirklich gedacht, ich bin komplett... verbuggt, aber man kann ja springen in dem Spiel. 25 Portionen Essen besorgt und 5 Leute sind nur aufgetaucht. Aber gegessen hast du es trotzdem, ja? Der Kimchi ist wohl auch nicht so schlecht geworden. Kimchi hält ewig.
wenn du es luftdicht verpackst, in den Kühlschrank tust. Ist das was Trauriges, wenn weniger Leute kommen? Tut mir leid, ich bin verkorkst. Ich bin immer so, weniger Verwandtschaft ist mehr. So. Tut mir leid. Es tut mir sehr leid, dass das, also dass so wenig Leute kamen. Ich bin echt verkorkst. Für mich war so, oh Gott sei Dank, nicht so viel. Gott sei Dank. Was kommt da raus? Frostfussel. Oh, Fisselchen. Frostrübenhäppchen. Aha. Mein Inventar ist sehr voll, ne? Warte, das muss rüber. Hallo? Jetzt. Manchmal ist das buggy. Ein bisschen. Du, wir können morgen leider nicht. Yes. Ja, wirklich. Ich bin inzwischen so. Wirklich. Du bist kein Frostfusselchen. Aber was, wenn du frierst? Bist du dann ein Frostfusselchen? Ich hätte echt gern neue Flügel. Tada! Geld in den Briefkasten geworfen haben? Also bei meiner Kommunion hat mir keiner Geld in den Briefkasten geworfen. Und da haben auch die Leute zugesagt und sind alle gekommen. Hallo? Lunen? Danke. Oh Gott, die sind alle so süß. Oh. Entschuldigung. Das ist ja schrecklich. Das ganze Haus war voll. Gefühlt mussten meine Eltern ein komplettes Gasthaus mieten. Also die Zimmer da. Was denn wog schon wieder für... Oh Gott, also... Okay, bitte, kann mir jemand erklären, was jetzt schon wieder an WOG falsch ist, an wog? Ist das schon wieder, wenn du den Buchstaben abzählst und dann dich dreimal im Kreis drehst, dann auf den Kopf stellst, dann sieht das aus wie 88? Ist das wieder so ein Grund? Also der Automod ist wirklich teilweise sehr wild. Stimmt. Also manchmal will ich es auch gar nicht verstehen. 5 Stück brauche ich. Ich sollte meine Tiere begatten lassen. Extremely offensive word for someone who does not have white skin. Was? Ich kenne Worgen. Wagen? Nein, Worg. Doch, Worg, ne? Mit R dazwischen. Das kenne ich. Oh! Azurianer, willkommen zu dieser besonderen Feier. Wir haben uns heute im Rathaus versammelt, um die Hochzeit dieser beiden Turteltäubchen zu feiern. Und wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Lunalia und Namashal, ihr beide schreibt heute azurianische Geschichte. Namashal möchte ein Gedicht vortragen, das er selbst geschrieben hat. Oh, beglücke uns. Egal ob Sommerregen und Wintersonne oder Wiesen voller Klee, du bist einfach toll
und diese Hochzeit eine fabelhafte Idee. Du hast mich gelehrt, Lunalia dieses Leben gelassen in Angriff zu nehmen, und mit diesem Gelübde verspreche ich dir, ich werde nie von deiner Seite weichen. Das reibt sich nicht mal! Was für eine schöne Botschaft, Namaschall. Nun denn, in Anwesenheit von Freunden, Familie und Gemeinde erkläre ich euch für verheiratet. Er hat keine Familie hier, ich habe keine Familie hier. Herzlichen Glückwunsch, du bist verheiratet. Cool. Ich habe nur ein Einzelbett. Wo schläft der? Auf dem Kissen? Dann das sogar Game-Titel ab und an deshalb nicht gehen. Danke, danke, danke. Wo ist jetzt mein Ehemann? Was habe ich jetzt davon, geheiratet zu haben? Habe ich jetzt das Hochzeitskleid wenigstens behalten? Sehr gut. Ich wollte die ganze Zeit dieses Kleid haben und jetzt habe ich es. Gott sei Dank. Farbe bearbeiten. Aha. Ich kann es wirklich rosa einfärben, wenn ich rosa habe. Ich lasse erstmal rot. Hey, wir haben Klamotten bekommen. Natürlich schläft er in der Scheune. Holt die Axt raus. Holt die Äxte raus! Ich kenne das mit den Scheunen. Ach so, ja, ich wollte zu Ohrloch. Ohrlich. Entschuldigung. In deinem Bett und du in seiner Nähe. Nein, mein Bett. Bertha. Das finde ich, obwohl es ist Mittag. Also, warte mal. Mittag? Wir haben geheiratet und keine Feier danach? Okay. Entschuldigung, ist da irgendwo mein Ehemann zwischen euch? Nein? Gut, weitermachen. Wie kriege ich jetzt den richtigen angesprochen? Vielleicht sollte ich mal das Stroh aus dem Mund nehmen. Ja, okay, ich versuche was. Wir gehen weit genug weg. Es müsste weit genug sein, weil die Krabben sind auch wieder respawned, wenn ich nur aus dem Bild gelaufen bin. Bitte. Die Flitterwochen. Oh Mann, no! Ich will doch... Oh, ich hab ihn. Und die Leute haben es einfach so gekauft? Hm, Orlis feiner Fisch. Klingt nicht schlecht. Glaubst du wirklich, ich kann mein Geschäft wieder aufbauen? Na gut, ich versuche es. Ich lasse dich sogar in meinem See angeln, wenn du willst. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass das Eis geschmolzen ist. Ich habe mir überlegt, wie du mir helfen kannst, mein Geschäft auf den Fischverkauf umzustellen. Wer hat gesagt, dass ich dir helfen soll? Es geht immer nur um Vitamin B. Wenn jemand Berühmtes mit einem meiner Fische gesehen wird, würde ich vielleicht mehr Aufträge bekommen. Ich bin Influencer. In meinem Wirtschaftskurs hieß es, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, solltest du dein Produkt den richtigen Kunden unterjubeln. Ja, das könnte funktionieren, wenn ich die richtige Person finde, die mein Geschäft unterstützt. Du hast schon vom Marquis gehört, nehme ich an. Ach so. Er meint nicht mich. Ich dachte, ich bin die berühmte Person. Ich habe euer Kackland gerettet. Vor mehreren Sachen. Der Anführer der Elfen mit erlesenem Geschmack? Nun, er ist der wichtigste Geschmacksinfluencer unter den Elfen. Eine Aufnahme von ihm mit einem meiner Fische, das könnte mein neues Geschäft ins Rollen bringen. Okay, so lautet der Plan. Du gehst zum Marquis und erzählst ihm von Orlichs feinem Fisch. Nein, von Orlichs Feenfischen. Ich dachte, ich bin eine Legende, ein Held.
Die nennen mich alle Held und Legende. Aber ich darf nicht mal Fisch-Influencer sein. Das ist echt traurig. Es ist wirklich traurig. So, Marquis. Schlecht, dass das Eis geschmolzen ist. Ich sehe das schon einfach. Ja, von Schwurfler. Ja. Wenigstens müssen die Fische da im Wasser nicht mehr frieren, ja? Boah, mein Hintern tut weh. Aua. Boah, ich saß schon wieder so richtig blöd. Hallo, Influencer. Ich sehe nichts. Lass uns reden, wenn man dich sieht. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Weißt du, ich würde die Nase nicht ganz so hoch tragen. Du bist sonderbar neugierig. Und auch sonst ein wenig sonderbar. Ich bin jetzt ein Halbelf. Ich habe einen Elfen geheiratet, ja? Ich kann mich nicht erinnern, dich gerufen zu haben. Ohrl, ich betreibe jetzt eine Fischfarm. Echt jetzt? Ich habe keine Zeit dafür. Hast du eine, die wie... so wollte ich es nicht formulieren. Ich bin gerade ein bisschen unter Druck. Ich werde Ohrl einen Brief zur Unterstützung seines neuen Vorhabens schicken. Aber jetzt, wo du hier bist, kannst du mir vielleicht bei einem Dilemma helfen. Als du den Schneesturm gestoppt hast, geriet ganz Azoria aus dem Gleichgewicht. Ja, schon klar, dass du helfen wolltest, aber guck dir an, was passiert ist. Vergiss Ohrlichs Eis. Es geht um den Vulkan. Der Schneesturm hat seine Hitze in Schach gehalten. Jetzt wird es so heiß, dass unsere Ernte verdorrt. Das ist ein schwerwiegendes Problem. Als Herrscher über die Elfen und angesehenste Person der Insel kann ich ein solches Chaos einfach nicht zulassen. Diese Plage ist noch schlimmer als die magischen Felsbrocken, die eines Tages auftauchten und unsere Wege versperrten. Wir haben immer noch keinen Zauberspruch gefunden, um sie loszuwerden. Aber vor allem wurde mir gesagt, dass eine Elfe in der Nähe des Vulkans lebt. Sie muss evakuiert werden. Du meldest dich freiwillig? Ich weiß die Geste zu schätzen. Möglicherweise versperren dir ein paar nervige Tierchen den Weg. Versuche, sie mit deinem Charme zu besänftigen. Gut. Okay, natürlich. Hi, kleines Tierchen. Schlaf gut, locker, träum mal Schönes. Und die ganzen Hände nicht im Alter sagen, nein. Und sagen, wenn sie das Tauchen mit der Harpune beibringen. Eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Okay. Wie spät ist es denn? Schon eins. Ich habe echt Hunger. Charme, ne? Wir gucken uns mal Charme an. Oh, jetzt habe ich einen Sailor-Moon-Stab. Okay. Finde Igni. Wir wissen ja, wohin. Wir haben Igni ja schon gesehen von Weitem. Das war ja jetzt nicht so schwer, nicht wahr? Schlagozahn zu träumen, Schönes. Mal vor 3 Uhr ins Bett zu gehen. Also. Oh, die wurden plötzlich niedlich. Hallo. Hey, Kleine. Na sowas, du hast gerade das Feentor wieder geöffnet. Das ist total abgefahren. Nee, nicht gerade, das ist schon ewig her. Hallöchen, willkommen in meiner Schwitzkiste. Der Boden besteht im wahrsten Sinne des Wortes aus Lava. Ich bin Igni, schön dich kennenzulernen. Der Marquis hat dich geschickt, um mich zu evakuieren? Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bleibe hier. Das hier ist mein Zuhause, weißt du? Ich kann es einfach nicht aufgeben. Irgendwie muss es doch möglich sein, den Vulkan wieder abzukühlen. Naja, so wie ich das sehe, macht der Vulkan jetzt, wo es keine Schneestürme mehr gibt, Überstunden. Irgendwas heizt sich im Inneren auf. Du willst da rein? Du bist ja wahnsinnig mutig. Oder wahnsinnig. Versuch es mal mit diesem Trankrezept. Damit solltest du die Hitze bezwingen können. Na toll. Schon wieder Tränke. Sehr gut. Oh oh. Ich bin nicht in die Lava gesprungen, gar kein Problem. Ich wäre schon wieder fast. Ich dachte, ich wurde woanders hingeportet. Hey.
Ich will richtige Feenflüge. Die Mutter muss mir mal mehr machen. Uah. Platsch. So. Ich vermisse die Strudel. Die waren lustig. Mutti gönnt neu jetzt. Ja, wirklich. So, Leute. Wir machen jetzt aber auch Schluss. Oh. Oh. Also, wie gesagt, morgen kein Stream. Erst am Donnerstag.